Windows Boss sagt Hallo zu einem neuen Video. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie ihr unter Windows 11 die empfohlenen Apps hier wegbekommt. Wie das genau funktioniert, erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. Wir haben hier Windows 11 und wenn wir auf das Startsymbol klicken, dann wird uns hier empfohlen angezeigt und was wir zuletzt gemacht haben. Und das möchte ich eben weghaben. Und dafür müsst ihr eigentlich nur Windows und I auf der Tastatur oder Start und Einstellungen, dann kommt ihr in dasselbe System, dann auf Personalisierung. Der nächste Punkt ist hier Start und hier gibt es zwei Punkte, zuletzt geöffnete Elemente und zuletzt hinzugefügte Apps. Da machen wir das Häkchen von ein auf aus, deaktivieren beide und sobald ich das mache, jetzt wieder auf Start klicke, ist das Ganze verschwunden. Mit nur zwei Klicks haben wir das Ganze wegbekommen. Habt ihr dazu Fragen? Dann verwendet doch die Kommentarfunktion. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Windows Boss sagt Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.